Yo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 5:30 Uhr. Es ist Zeit zu laufen. Viel Spaß beim Video. Ich kann es nur immer wieder sagen, diese Uhrzeit zu laufen, gibt dir ein anderes Feeling. Wenn du weißt, alle pennen oder kommen gerade von Partys oder was auch immer und du gehst raus und ackerst. Das ist es. Ja Leute, weit und breit kein Mensch auf der Straße. Ist ganz schön kalt geworden. Aber kein Problem. Ich soll draußen die Welt untergehen. Interessiert mich nicht. Ich zieh mein Ding durch. Ich will, dass die Aufnahme nicht mehr sieht. So Leute, ich bin jetzt im Wald. Deswegen ist das Licht direkt angemacht. Man sieht gar nichts. Aber geil. 16 Kilometer geschafft. 1 Stunde 20. Jetzt kommt Zirkeltraining, Liegestütze und Klimmzüge. Und auch was für den Bauch zeige ich euch. Also, bis gleich. Flex. Lauf's geschafft, 100 Liegestützen geschafft, 100 Klimmzüge sind geschafft und 200 Reps für den Bauch. Weil viele danach gefragt haben in den Kommentaren, bin ich jetzt nochmal rausgegangen und euch ein paar Tipps zu geben für eine bessere Lauftechnik, die ihr gerne umsetzen könnt. Vor dem Laufen, nach dem Laufen oder sogar beim Laufen darauf achten könnt. Und genau, fangen wir an. Hier, erster Tipp. Jeder kennt ja das klassische Anfersen. Ich würde dort eine etwas andere Variante nehmen, dass ihr so anfährst. Also das Knie mehr nach vorne nimmt und die Hacke so den Arsch berührt. Weil ihr wollt ja gerade laufen und der Laufstil ist ja auch eher so. Ihr läuft ja nicht so. Also, erste Übung, dass ihr übt, einfach so anzufersen. So, noch ein Tipp ist, dass ihr euch in den Schritt reinlehnt. Also, dass ihr darauf achtet, zum Beispiel, dass ihr euch kurz nach vorne fallen lässt und dann losläuft. Dass ihr genau in dieser Neigung anfängt loszulaufen. Nicht, dass ihr euch reinfallen lässt und dann wieder so nach hinten euch fallen lässt, sondern dass ihr immer in dieser Neigung versucht zu bleiben, um so einen dynamischen Laufstil zu generieren. So, was haben die Arme für eine Bedeutung beim Laufen? Die Arme sind immer in einem 90-Grad-Winkel. Im Nacken-Schulterbereich locker bleiben. Durch das nach hinten schwenken könnt ihr beschleunigen. Durch das nach vorne kommen ist locker. Also eine Übung dafür ist, dass ihr zum Beispiel gerade steht und darauf achtet, wenn ihr nach hinten geht, versucht zu beschleunigen. Bei den Händen würde ich darauf achten, dass ihr nicht zu verkrampft seid, weil ihr wollt ja nicht kämpfen, sondern ihr wollt lockeren, entspannten Laufstil haben und über die Strecke gleiten. Also würde ich darauf achten, dass ihr zum Beispiel nicht so läuft, sondern die Faust nicht komplett ballt, sondern so, als ob ihr irgendwas Kleines in der Hand habt, es aber trotzdem festhalten wollt und dass eure Faust in einem lockeren Zustand ist. So, das waren einige Tipps, die ich euch ans Herz legen kann, wie ihr besser und geschmeidiger laufen könnt. Das übe ich selber immer noch und habe da selber noch ein paar Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann. Lasst uns zusammen dran arbeiten und besser laufen. Also viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Falls ihr euch jetzt denkt, wo ist der Junge? Ich bin hier kurz auf einer Raststätte, bin wieder auf dem Weg nach Hamburg zu Miki. Ich bin in Hamburg angekommen, jetzt fahre ich zu Miki. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis gleich.
Ja, Leute, guck mal, ich will euch mal was zeigen, was ich Micky besorgt habe aus Berlin. Die geilsten Scampis, Cherry-Tomaten und hier ist schönes Filet drinne. Wird auf jeden Fall eine geile Grill-Action. Kann sich auf jeden Fall was freuen. Wird geil. So Leute, wir sind jetzt hier beim Training. Micky macht sich kurz warm. Erste Übung, Burpee, los geht's, Bro. Und explosiv hoch. Sehr gut. 1, 2, 3. Noch 2 Stück. 4 und 5. Brust raus, Rücken gerade, bisschen weiter runter. Und rudern. Anbauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Langsamer. 6, 7, kontrolliert, genau. 8, 9, 10, noch 2, 11, 12. Schulter und schön bis unter das Kinn ziehen. 1, 2, 3, 4, sehr gut. 5, 6, 7. 8, 9, noch 3, 2, 1 und geschafft, sehr gut. Nächste Übung direkt, Hammer Curls. Genau. 1, sehr gut. 2, 3, 4. 5, 6, komm, 7, komm, 3 noch, 1, komm, komm, 9, komm, komm, ein will ich noch, sauber bleiben, sauber, ein will ich noch, sehr gut. Und gebe für die Beine. 1. Körper mehr gerade. Genau. 2. 3. 4. 5. 6. Oberkörper gerade. 7. 8. 9. 10. Sehr gut. So sieht eine Runde aus. Davon versuchen wir 5 zu ballern. Micky, was sagst du auf der ersten Runde? Alles ging, nur Bizep Curls war sehr schwierig. Wichtig noch, zwischen jeder Runde machen wir so um die 90 Sekunden Pause und versuchen dann alle Übungen hintereinander zu ballern. Das fördert auch die Kondition nochmal. Komm Micky, 7. Komm, 3 noch. 1. Komm Micky, beiß. 2, 1, versuch sauber zu bleiben. Letzter. Sehr gut. So, dritte Runde haben wir geschafft. Was sagst du, Micky, wie fühlst du dich? K.O. Ja. 2 Runden haben wir noch. Ja. Durchbeißen. Ja, durchbeißen. Genau, weiter runter mit Marsch. Genau, und halten. Halten. Arme zur Seite lassen und Beine mehr 90 Grad. Halten, Micky, halten. 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 Arme zur Seite. Beiß. Arm zur Seite. Arm zur Seite. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, halt, halt! 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und noch. Sehr gut. Sehr gut. 5 Runden geschafft. Die Burpees haben was? Viel Kraft aus den Armen genommen. Also war ganz anders als letzte Zirkelübung. Letztes Mal haben wir Liegestütz gemacht stattdessen. Jetzt versuchen wir dich halt dahin nahe zu bringen, dass du halt da noch mehr Burpees schon eine Königsdisziplin. Nee, wir sind nicht bei Zirkel. Weil Liegestütze haben wir beim letzten Explosivtraining. Ach so, stimmt. Da haben wir das ja mit der Bank gemacht. Das war einfacher. Aber Burpees ist schon eine Übung, so schon Königsdisziplin. Jetzt auch mit deinem Gewicht noch bis jetzt, hast du sehr gut gemacht, wirklich. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Bro, du hast jetzt 5 Runden gemacht, du hast 20 Burpees gemacht. Ja. Die letzten 5 waren sehr, sehr schwierig, hatte ich keine Kraft mehr. Aber so die in der zweiten, dritten Runde, die Burpees, die waren gut. Ja, in der dritten Runde, die waren wie aus dem Bilderbuch. Die konnten sich sehen lassen. Ja, dazu bringen wir dich noch, dass jede Runde so ist. Ja. Du hast zum ersten Mal Burpees gemacht jetzt. Ja. Burpees. Ich mag auch den Namen. Mhm. Erstmal aufstehen, ein paar Burpees. Ja, Mann. Was gibt's jetzt? Schön duschen und lecker essen, wa? Ja, Mann. Schön Filetchen. Ja, und auch vor allem diese Tomaten. Ja, Mann. Aber das zeigen wir euch gleich, was wir alles da schön zubereiten. Ja, Mann. Beste. Wird richtig geil. Digga, ich schwitze auch richtig. Oh. Mickey Bro, jetzt kommt schön die Filetstücke rauf. Jawohl. Oh. Riech mal. Boah, das ist es. Wie weit sind die Dinger, Bro? Sagst du? So sieht das gut aus. So von der anderen Seite, aber müssen noch. Ja, Mann. Ich bin am überlegen, ob ich die einmal gleich in der Hälfte durchschneide, dass ich auch gucke, wie die innen drin sind. Und dann einmal rüberschwenke. Ja, Mann. Das wird sein. Dann. Das wird sein. Der kann ja. Das Essen sieht wunderbar aus. Schön Mozzarella, Tomaten, Filet, Süßkartoffelpommes, aber im Airfryer ganz wichtig. Ja, Leute. Schön gegessen. Jetzt wird der Abend ausgeklingt. Hier schön am Chillen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ein Like da. Gebt ein Like da. Abonniert den Kanal. Gebt gerne einen Kommi ab. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein.